Was geht ab, YouTube? Da sind wir wieder, der Phil und Dad. Im Yo, Weltall. Space Engineers. Im Weltall, im Weltall unterwegs. Genau. Ich bin auch immer vergebens an Dingssuche, Ed ist Rohstoffe. irgendwo einer 20.000 Meter. Kilometer weit weg. Ah Und ja. ich guck jetzt mal hier nach der Flugmaschine. Zum Glück habe ich Rohstoffe mitgenommen. Ich dachte mir so, eigentlich brauche ich ja keine Rohstoffe in Schiff und keine Raffinerie und so. Ja, Raffinerie nicht, aber diesen Assembler. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, ich baue es doch lieber ein, weil falls ich mal unterwegs bin, was kaputt geht, kann ich es reparieren. Und genau das ist eingetroffen. Ja. Ich habe auch in der Ja. letzten Folge gesagt, ach mein Schiff ist so stabil, das geht nicht kaputt, und eine Sekunde später war es kaputt. Ja. War ein kleiner Ja. Fail. Und geht das hier nicht? Achso. Das war ein Fail, das ja. Geht doch nicht kaputt. Mein Schiff doch nicht. Quatsch. Nur so aus. Ja, das liegt an den Forstern, weil die sind so stark und da bringt ja die schwere Panzerung gar nichts. Naja, die sind. Machst du einfach ganz normal alles kaputt mit denen. Sind schon geil, die Dinger. Ja, vor allem gehen die ab wie die Hölle. Bin schnell mal von A nach B geflogen. Und du baust an dein Kampfschiff weiter. Ja. Kann man endlich mal ein paar Dinge angreifen gehen. Oh, Könntest. Nick. Was? Nee, passt schon. Muss dann meine auch noch fertig bauen. Aber ich habe da nicht so wirklich Plan, wie am besten. Auch nicht. Aber Stahlplatten benötige ich noch. Den Plan habe ich auch nicht, aber Aber ich bin nicht künstlerisch begabt. das will nur zusehen, dass das nicht wieder so ein fliegendes Klassenzimmer wird. Sein Panzer. Baust du den Das eigentlich ist mit schweren Blöcken oder mit leichten? mit schweren. Okay. So schwere Sachen hier. Dann die S-Fast da rein und dann bringt dir das eh nichts. Ja, aber trotzdem hat man dann die schweren Dinger. Naja, auf alle Fälle. So. Weiserei hier. Die Scheißerei hier. Hatte auch des Öfteren so Scheißereien. Ich auch. Ab und zu mal, da kommt man nicht vom Klo runter. Was kommt vor? Naja. Öfters als man lieb ist. Wobei, ich bin eigentlich nicht der Typ, der da stundenlang am Scheißhaus sitzt. Nee, ich auch nicht. Also wenn ich mir so denke, mein Vater, der sitzt da sicher 20 Minuten und liest Zeitung und alles Mögliche. Ja, Das manche spielen dann auch irgendein Gameboy oder ja, irgendwas. oder Nee, Handy das, und so, ne. überhaupt nicht. So, ich brauche noch Silber und Magnesium. Er braucht noch Silber und Gold. Dann habe ich alles. Nur das zu finden ist halt. Hast du keinen Ohrmagnet? Wohl, aber das steht, muss ja So. trotzdem rumfliegen und so. Nachdem ich jetzt zwei Triebwerke Ausfall habe, dauert das ein bisschen länger. Also mal gucken, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Silikon, Gold, also ich glaube, da finde ich nichts mehr. Dann brauchen wir. Ich glaube, von dem bin ich gekommen, oder? Ich fliege zu denen darüber. Das hier. Bro, um das Ding kaputt zu machen. Bitte ein lustiges Drehen hier.
Du dich drehen und wenden. Hopp, hopp. Eins, zwei, drei, Ecke. Eins, zwei, drei, Ecke. Eins, zwei, drei, Ecke. Drei. Ecke. Eins, Ich zwei, schaue drei. nach Raumschiffe Ausschau. Vielleicht finden wir da was. Immer hier noch. Das. So. What Drei the fuck? und Ich habe einen Donut gefunden. Donut. Ein Donut. Platin, Kobalt, Gold, das haben alle schon. Ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen angeschaut hast, aber ich habe mehr Raffinerien eingebaut bei uns. Ja, habe ich gesehen. Weil ich ja eben jetzt auf Jagd bin und dann habe ich mir gedacht, dann kann das sicher nicht schaden, wenn wir da ein bisschen mehr haben. Weil du auf der Jagd bist. Ja, nach Rohstoffen. Und da Vielleicht kannst ist du auf auch. der Jagd. Ja, sicher. Ich glaube, ich habe es gefunden. Da schaut mir nach einem Schiff aus. Oder? Das ist schwer zu sagen. Geht immer so schnell mit dem Schweißen hier. Hier bei mir ist gerade ein Schiff. Na, was heißt bei mir? 9000 Nee, Meter aber ich weg. dachte, dass das vielleicht so ein Schiff ist, was so rumlungert, aber das schaut mir doch eher als wie ein Meteoriten aus. Was jetzt spawnen ja so Schiffe irgendwo im Weltall auch. Echt? Angeblich, ja. Die du dann so einnehmen kannst. Die hat keine Antenne haben, dass du sie siehst. Eine Antenne. Keine Antenne. So, na, schwarze Schafe und so. So, Silikon haben wir auch. Silber brauchen wir. Eieiei. Junge, Junge. Und Die können wir noch ein bisschen Magnesium. Uran mitnehmen? Wen willst du mitnehmen? Uranius. Uranius. Sind Uranius und Betadus und Kalius. Oh, diese Preiserei. Ja, das Schweißen könnte ein bisschen schneller gehen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Sind wir eigentlich hier noch? So, Zack. Ecke. Hallo, dieses Platin, Silikon. Drehen. Na, du nicht zum Mädchen auf der. Doch gar nicht. Also, Magnesium und Silber. Wäre nicht schlecht, wenn ihr das noch hättet, irgendwo. Gebt ihm Magnesium und Silber, dann lässt euch euren Frieden. Naja, ob ich ihn Frieden lasse, ist eine andere Sache. Aber ich plündere So. es mal. Das ist doch schon mal. Ein Anfang. Nur irgendwo auch diese komischen Reaktoren unterbringen. Ah ja, stimmt, die muss ja auch dann noch. Oh, Silber gefunden. Reaktoren reichen? Das sagst du. Ja, nee, das war eine Frage. Ja, zwei oder noch. Ja, ich weiß, das Schiff, die S-Faster, die brauchen relativ viel, also. Müsste man testen.
Aber ich würde sagen, 3 würde ich schon auf alle Fälle. Sicher, sicher. Man weiß ja heutzutage nie. So, wir bohren uns hier einfach quer durch. Da stoßen wir auch nirgends an. Viel. Wollten wir nicht. Wollten wir nicht, sag's nur du. Also, ich bin ja wohl. Mich wundert, dass der Bohrer nicht so schnell kaputt geht, ja? Ich sollte das aber lieber nicht sagen, weil sonst. Bohrer, der hält einiges aus. Ja, und dann wahrscheinlich fliegt er jetzt gleich wieder weg. Wie immer bei Dann mir. Zuerst hast du ein sage es und dann. Problem. Hä, wo ist denn da oben Silber noch? Ah, hier sind Zipfel noch. Geh erst, du Zipfelklatscher. Einen und einen. 1 und 1 ergibt 2. So. So, dann fehlt eigentlich nur noch Platin, glaube ich. Metallgerüst, Nee, Magnesium habe ich. Reaktorkomponenten und Computer. Metallgerüst. Reaktorkomponenten und Computer. Hattest du gesagt? Gerüst. GPEG-Komponenten, Computer. Hier nur. Na, machen wir erstmal. So. Gib Gummi, Schummi. Oh, ich hab da eigentlich eine Antenne 2. Antenne. Antenne. Aber keine Reaktorkomponenten oder was? Das kann ich noch nicht sagen. Das musst du selbst rausfinden. Google. Google mal. Google. Mal hier, ja. Keine Reaktorkomponenten. Eieiei. Eieiei. Sind wir arme Schweine. Wo sind sie denn? Wo sind Das wird alles komisch. Wo ist denn hier die Refinery? Golderz schon. Brauchst du keine Raffinerie, du brauchst ja diesen Assembler dafür. Wir haben gar kein Silber mehr. Nicht. Aber das bist du ja gerade auf der Suche. Naja, muss ich das finden. Ein bisschen mehr, weil jetzt momentan habe ich nur. Ja. 477k. Ruhe. Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen wenig. Ja, aber das ist ja schon mal. Halt anfangen. Kruzifix, jetzt fehlen mir noch Computer, das gibt's doch gar nicht. Habe ich doch eben eingesteckt, Computer. Die Rede war davon, ja. Irgendwas hast du gelabert von Computern. Ja. Da. Nee. Wir kombinieren gleich noch Computer. Eieiei. Ja, mei. So ist das halt mal im Leben. Kann ich die Maus haben? Mäuse. So, jetzt sind die schon mal fertig. Schon 37.000 Meter von zu Hause weg. Das ist ja ganz in der Nähe. Ja, gleich um die Ecke, beim Bäcker. So, was machen wir denn? 3, 6, 9. Weltraum ist nur das Problem, dass alle Meteoriten fast gleich ausschauen und dann weißt du nie, ob du da schon warst oder nicht. Das ist allerdings wahr, Weißt du nie, ob du da schon warst. ja. Haben wir nicht irgendwo noch Uran, ey? Wo sind unsere ganzen Rohstoffe, Mann? Oran kann sein, dass ich das Ganze geklaut habe.
Aber wir haben auch kein Uran-Erz mehr. Ja, das habe ich schon durchgejagt. Aber ich sage dir, das Uran an sich kann sein, dass ich das geklaut habe für mein Schiff. Ja gut, ist ja egal, Du dann. kannst ja aus dem anderen Schiff rausnehmen, aus dem Bohrschiff. Nee, ist ja nicht so wichtig. Ich kann jetzt erstmal Nickel, haben wir Nickel schon? diese, wie heißen die, S, Es Forster. so, und da brauche ich Azimut und mehr. Nickel habe ich genug. Ich brauche verkackte Magnesium. S-Modular Thrust. Sind das die? Ja. Es fast. Ich muss nur schauen, die müssen so eckig sein. Großes Stahl. Und da gibt es Mitte, links, rechts. Was? Mitte, links, rechts? Ja, da kannst du jetzt nur ein Teil, das in die Mitte kommt, und dann links und rechts, wo drei Seiten zu sind oder nur zwei Seiten zu sind oder alle vier Seiten zu sind oder gar keine Seite zu ist. In beim Strahl sozusagen. So, ja. Du da halt richtig platzierst, am besten die, was überall zu sind. Kobalt. So, also Kein mal Magnesium. bildisch. Kein Magnesium. Was denn ruhig, Brauner? Die Steuerung hier, Mann. Ja, gewöhnungsbedürftig. Zack. Zack. Ah, Magnesium endlich. So, dann brauchen wir da. Dann brauchen wir natürlich vorne auch. Unser letzter Rohstoff, Magnesium. Na komm, gib Gas hier, Alter. Wenn da zwei Triebwerke fehlen, das merkt man eigentlich schon extrem. Ja. Hatte ich mir nicht so ganz gedacht, dass das so schlimm ist, wenn man das. Man, ich habe ja sechs und davon fehlen zwei, also. Gespannt, ob wir hier einiges an Magnesium finden oder nicht. Naja, viel scheint da nicht zu sein. Hier vielleicht irgendwo. Naja, okay. So, jetzt haben wir nach vorne, hinten, oben, unten. War eigentlich in jede Richtung. Eigentlich. Eigentlich. Links, rechts. Ja, links, rechts ist auch eine gute Idee. Das vergesse ich auch meistens. Hier. Haben wir quer durch den Meteoriten durchgeballert. Eigentlich müssten die Thruster ja funktionieren. Ach ne, die muss ich erstmal fertig bauen, sonst können sie ja gar nicht funktionieren. Na, fertig bauen und Uran brauchen sie auf alle Fälle. Naja, aber Und du fertig bauen brauchst ist ja. mindestens einen Gyro, damit das Schiff gerade bleibt, sonst haut es dir erst ab.
Ohne Gyro würde ich das Schiff nicht lösen. Ja, ich muss ja erst auch mal diese Thruster fertig bauen. Ja, so. Jetzt kann ich endlich wieder zur Station zurückkommen. Triebwerkskomponenten, Herstellungskomponenten, Stahlplatten. Aber das werde ich dann offline machen. Die weite Reise nach Hause, 40.000 Meter. Und würde sagen, du bist eigentlich nicht viel weitergekommen mit deinem Schiff, oder? Doch. Schon, okay. Weißt du doch nicht von da hinten, Kilometer weit Ja, so wie weg. sich anhört, meine ich halt. Du siehst nicht gut, du hörst nicht gut. Mann, das ist genau werden. Ich werde halt schon alt. Nö, also ich bin schon ein bisschen weitergekommen. So. Dann ist ja schon mal ein guter Anfang. Gut. Es wird langsam, aber doch. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Lasst ein Like, einen Kommentar oder Abonnierchen da. Ein Tärchen Und oder ein Abonnöchen. genau. Genau. Und in diesem Sinne, macht's gut und Alright. tschüss.